Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Zweitkanal. Ich hoffe, euch geht's allen super. Heute habe ich mir mal ein cooles Video für euch überlegt, weil wir heute einen ganz besonderen Hauptdarsteller haben, einen ganz besonderen Protagonisten, und zwar die kleine Suki. Ja, du willst runtergehen, das nervt. Und zwar möchte ich euch heute mal alle Sachen zeigen, die Suki besitzt. Also ihre Klamotten, ihre Leinen, ihre Geschirre, ihre Spielsachen, alles, was sie hat. Ich werde euch auch die ganzen Produkte unten auf jeden Fall in der Infobox verlinken, falls ihr die nachkaufen möchtet. Ich finde es super interessant, quasi diese Ausstattung zu sehen, was andere Hunde haben, und vielleicht ist es ja so eine kleine Kaufinspiration für euch, wenn ihr Produkte sucht für euren Hund oder wenn ihr euch einen Welpen zulegen möchtet. Ich zeige euch auch das ganze Equipment quasi zum Haare schneiden. Wir haben zum Beispiel so eine Schermaschine, wo wir ihr immer die Haare selber schneiden. Guck mal, ja, du Kleiner, man sieht dich gar nicht, du bist so klein, du bist so eine kleine... Ein kleiner Teppich-Porsche. Dich muss man immer hochheben, dass man dich sieht. Ihr wisst ja, dass Suki ein kleiner Zwergpudel ist. Das heißt, sie ist quasi eine Mischung aus dem kleinen und Zwergpudel. Sie ist 35 cm hoch und wiegt 4,5 Kilo ungefähr. Nur mal so als Orientierung für die Klamotten, die ich für sie habe. So, dann starten wir mal gleich mit den Leinen und mit den Geschirren, würde ich sagen, oder Suki? Was hältst du davon? Wir können auch so eine kleine Anprobe machen. Das heißt, Suki probiert die ganzen Sachen und zeigt euch, wie das angezogen aussieht, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Und zwar ist das hier alles, was Suki an Leinen, Geschirren und Halsbändern besitzt. Aber meistens tragen wir nur eigentlich die Geschirre, weil die einfach viel bequemer sind für sie. Und wenn sie bei uns im Auto mitfährt, ja, da schnüffelst du gleich dran, dann braucht sie auf jeden Fall ein Geschirr, weil wir sie ja anleinen quasi. Einmal haben wir hier dieses Geschirr, das ist hier von Petlando. Ich glaube, das gibt es beim Futterhaus. Das ist ihr nur ein bisschen zu klein. Das ist auch ein bisschen unangenehm für sie, da immer reinzugehen, weil man halt quasi hier den Kopf durchstecken muss und das relativ eng ist. Dann haben wir hier bei Amazon so ein Leuchthalsband bestellt. Das ist ganz cool, weil im Winter beim Gassi gehen ist es halt richtig gut, damit man sie einfach erkennen kann und damit auch Autofahrer oder Fahrradfahrer, Fußgänger sie erkennen können. Dann haben wir hier noch so eine ganz kurze Leine. Ich glaube, die ist auch nur 1,5 Meter oder so lang. Die hat, glaube ich, 3 Euro gekostet bei Amazon. Und dann haben wir hier ein richtig cooles Glitzergeschirr. Die Marke heißt Milk and Pepper. Und zwar haben wir hier auch die passende Leine dazu. Das geht auch echt vom Preis klar. Ich zeige euch die ganzen Sachen gleich nochmal getragen an Suki auf jeden Fall. Und hier haben wir auch ein Set. Das ist von der Marke Brunkhund. Die sitzen in München und stellen das da auch selber her. Und dieses Geschirr finde ich auch wirklich so süß. Die Marke heißt Papier. Könnt ihr gerne mal auf Amazon oder so nachschauen. Die haben echt sehr, sehr süße Sachen. Dann haben wir hier die Leine, mit der wir eigentlich meistens Gassi gehen. Die ist, glaube ich, 3 oder... was machst denn du da? Die ist, glaube ich, 3 oder 5 Meter lang und die ist aus diesem Biotane-Stoff. Das heißt, sie ist halt so wasserabweisend, kann man super leicht sauber machen und die ist auch echt super strapazierfähig. Die haben wir auch bei Amazon gekauft. Und dann haben wir hier noch eine Schleppleine, nennt sich das. Ich glaube, die ist 15 Meter oder so lang. Die ist halt perfekt, wenn man irgendwo im Wald spazieren geht und sie nicht ableinen möchte, weil aus welchem Grund auch immer. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Ja, dann zeigen wir euch mal die Sachen angezogen. Und so sieht dieses süße Glitzergeschirr an Suki aus, wenn sie es trägt. Ich finde das echt richtig, richtig süß. So in Grau mit Glitzer. Super schick auf jeden Fall. Ja, du willst es lecker liegen. Hier, bitteschön. Dann haben wir hier einen richtig süßen Regenmantel für Suki. Und zwar ist er von der Marke Milk and Pepper. Den haben wir jetzt in der Größe 38 und ich finde, der passt hier eigentlich ganz gut. Komm mal her, Schatz. So sieht der Regenmantel dann angezogen aus an der kleinen Maus. Suki braucht es halt, weil sie sonst auch frieren würde, wenn es regnet und sie komplett durchnässt ist, weil sie ja quasi nicht die Unterwolle hat und dann das Wasser halt durch die Fettschicht nicht abprallt, sondern direkt in die Haut und dann friert sie halt. Magst du ein Leckerli, Schatz? Schau mal, machst du so fein. Ich finde den echt richtig süß. Den gibt es auf jeden Fall auch noch in dem Shop von denen. Und hier hinten steht
Ciao Bella drauf. Richtig, richtig goldig. Und ich fand, also es ist auch echt schwierig, schöne Regenmäntel zu finden für Hunde. Und da bin ich echt froh, dass ich auf diesen Shop gestoßen bin. Das ist übrigens jetzt auch keine Werbung oder so. Wir haben uns das alles selber gekauft. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Produkt. Und zwar ist es Sukis Wintermantel. So sieht das Ganze aus. Das hat hier nochmal so einen Bommel und hier oben an der Kapuze zwei so Öhrchen. Hier innen ist es auf jeden Fall so ein bisschen gefüttert mit Vlies. Und ja, so sieht das Ganze von außen aus. Hier hängt auch nochmal so ein kleines Glöckchen dran, was ich eigentlich ganz süß finde. Das hier ist jetzt in der Größe 34. Das ist allerdings ein bisschen zu klein für Suki. Ich habe die Sachen nämlich schon vor 3-4 Monaten gekauft und da hat es ihr halt noch gepasst. Und ich dachte nicht, dass sie noch so viel wachsen wird. Ich glaube, da wäre eine gute Größe für Suki vielleicht zur Größe 36 oder so. Aber es geht auf jeden Fall. Es ist halt nur ein bisschen eng. Und so sieht der dann angezogen aus, der Mantel. Also hier oben seht ihr nochmal diese zwei süßen Öhrchen. Dann so ein Kunstfellbommel natürlich. Und ja, das könnte halt ein bisschen länger sein quasi, dass es bis hier hinten geht. Das heißt, ich denke mal, wir bräuchten eine wirklich Größe 36. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal für Suki einen anderen Mantel bestellen, damit wir was zum Wechseln haben, falls der jetzt nass ist im Winter. Aber auch super, super süß, wie ich finde. Dann geht es weiter mit den ganzen Pflegeartikeln, also quasi so Scheren, Pinzette und alles, was wir da haben. Ich habe jetzt gerade die ganze Wohnung nach dieser Schermaschine abgesucht, aber leider nicht finden können. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall trotzdem mal. Die Marke ist auf jeden Fall Moser. Die könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Die kostet, glaube ich, um die 130 Euro. Ist aber die beste Maschine, die es gibt. Also ich habe mich da auch beraten lassen beim Futterhaus. Und ja, damit kommen wir auch wirklich super gut zurecht. Bis jetzt haben wir Suki erst zweimal damit die Haare geschert. Und einmal war sie beim Hundefriseur. Das sieht natürlich deutlich professioneller aus. Aber jetzt zeige ich euch mal die anderen Sachen, die wir haben. Und zwar haben wir hier so zum Nageltrimmen einen elektrischen Nagelschleifer. Den macht ihr dann quasi hier so an. Dann kommt hier der Nagel rein und dann wird es so abgeschliffen. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil das Problem ist, dass Suki schwarze Nägel hat. Und mit diesem Nagelclipser hier ist es halt schon ein paar Mal vorgekommen, dass wir den Nagel zu tief abgeschnitten haben und dass dann da leider Blut rausgekommen ist. Und das wollten wir ihr natürlich ersparen und nicht antun. Die tippt mich hier die ganze Zeit an mit ihrer Pfote, die will irgendwas. Und deswegen haben wir halt dieses Schleifgerät da geholt. Dann haben wir einmal zwei Scheren zum Nagelschneiden. Das sind auch professionellere Scheren. Einmal haben wir hier so eine leicht gebogene Schere. Damit kann man halt super an dem Pfötchen schneiden, am Kopf, an den Ohren. Und dann haben wir noch eine Effilierschere. Die ist halt super zum Ausdünnen der Haare und um nochmal einfach das Ergebnis gleichmäßiger zu machen. Dann braucht ihr natürlich auch eine Pinzette, falls die Hunde mal Zecken haben oder sonst irgendwas, was man entfernen muss. Bei Pudeln ist es auch so, ich muss Suki die Haare im Gehörgang zupfen, weil die wachsen auch im Gehörgang und die wachsen genauso wie die anderen Haare am Körper, die fallen nicht aus. Das heißt, man muss da ab und zu ein paar Härchen rausreißen. Es ist aber nicht so schmerzhaft für sie, komischerweise, weil es auch sehr feine und dünne Härchen sind. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall eine Pinzette. Dann haben wir hier diese Bürste. Und zwar ist die einfach zum Durchkämmen von den Haaren. Die hat hier so ganz dünne, feine, ich weiß nicht, wie man das nennt, Borsten. Und die ist halt super, weil die tut ihr auch nicht so weh. Ich glaube, die ist auch für Welpen oder so geeignet. Und ja, damit kommen wir echt super gut zurecht. Wir kämmen Suki damit so circa alle 2 Tage ungefähr die Haare. Und das ist auch wirklich wichtig, weil die sonst sehr schnell verknoten. Gerade wenn man halt so ein Geschirr trägt, dann verknoten die halt immer im Brustbereich. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall diese Haarbürste. Und dann haben wir noch so einen Kamm hier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, für was genau wir den eigentlich verwenden. Wir verwenden den eigentlich nie, aber den habe ich halt damals gekauft in der Welpenausstattung, weil ich dachte, den brauchen wir irgendwie zum Haare scheren. Aber bis jetzt haben wir den eigentlich noch so gut wie gar nicht verwendet. 2 weitere Sachen, die man auf jeden Fall braucht. Einmal haben wir hier so einen Leckerli-Beutel. Den kann man auch hier ganz cool zum Beispiel an die Hose oder an die Jacke ranklipsen. Die nehmen wir halt immer mit zum Gassi gehen. Da sind dann Leckerlis drin. Dann kann man halt mit ihr trainieren und Rückruftraining machen oder sonstiges. Einfach sie belohnen. Das ist super praktisch. Und dann haben wir hier so einen Kotbeutelspender. Da sind dann halt diese Kotbeutel drin. Die haben wir auch bei Amazon bestellt. Die sind biologisch abbaubar. So welche würde ich euch auch empfehlen, weil es einfach unnötige Umweltverschmutzung ist, da welche aus Plastik zu nehmen. Deswegen, ja,
würde ich euch so welche empfehlen. Decken haben wir 3 Stück. Einmal haben wir hier diese Decke. Ich glaube, die ist auch von der Marke Trixi. Trixi ist halt so eine super günstige Marke, die es beim Fressnapf und beim Futterhaus, glaube ich, gibt. Bei Amazon kann man die auch bestellen. Die Decke hier haben wir von unseren Nachbarn geschenkt bekommen, als Suki noch ein Welpe war. Und diese Decke hier haben wir bei Amazon für Suki bestellt. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen fürs Auto oder so. Oder wenn Suki auf dem Bett chillen will, auf der Couch chillen will, legen wir das manchmal unter. Und dann haben wir noch eine richtig coole Decke. Die ist auch von der Marke Brunkhund. Ich habe ewig nach so einer Reisedecke gesucht für Suki quasi. Also wenn wir zum Beispiel im Sommer im Biergarten sind, im Restaurant oder einfach irgendwo unterwegs sind, wo wir mal länger sitzen oder so, dann habe ich hier diese Decke für sie. Oben hat die so ein Leopardenmuster und unten ist die rosa und wasserabweisend. Und ihr könnt auch gerne auf Amazon schauen. Da gibt es auch so welche Decken, aber die sind halt dann leider ein bisschen langweilig und haben nicht so ein cooles Design. Hier unten steht auch nochmal in Gold Prunkhund drauf und ja. Da hat sich die Investition auf jeden Fall gelohnt, weil ich die echt super, super süß finde. Dann zeige ich euch mal Sukis Hundebettchen, was sie allerdings nicht so oft nutzt. Meistens liegt sie auf der Couch, unter der Couch oder auf dem Teppich. Und zwar ist es dieses Hundebett. Ich finde es richtig, richtig süß. Das haben wir von made.com. Das ist halt so rosa, hat eigentlich die perfekte Größe für Suki. Aber wie gesagt, sie nutzt es halt leider nicht so oft. Wir haben auch noch 2 andere Hundebetten für Suki, aber die sind bei meiner Familie. Ich glaube, so ein Hundebett kostet ungefähr um die 70 Euro. Das hat halt hier so einen Samtstoff, ist echt richtig schön, aber irgendwie nutzt Suki Hundebetten nicht so gern. Wir können sonst auch mal kurz runtergehen in die Garage. Dann kann ich euch mal Sukis Auto-Hundebett zeigen und wie wir Suki im Auto transportieren. Suki habe ich jetzt auch ins Auto gesetzt, um euch das besser zu zeigen. Und zwar haben wir hier so ein Körbchen. Das haben wir von Land Rover geschenkt bekommen. Hier ist Suki, die ein bisschen zittert, weil ihr, glaube ich, echt ein bisschen kalt ist. Und dann haben wir hier so ein Anschnallgurt für sie. Der wird dann hier in ihrem Geschirr befestigt und so sitzt sie eigentlich sehr sicher im Auto drin und da chillt sie auch immer gern, schläft immer und jetzt zittert sie ein bisschen. Schatzi, wir gehen gleich wieder hoch. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit einer weiteren Kategorie und zwar Sukis Spielsachen. Und zwar haben wir 2-mal so Kuscheltiere. Dieses hier ist ein Hase, dem hat Suki auch schon die Ohren abgebissen. Das ist eigentlich kein Hundespielzeug. Hier ist nämlich so eine Füllung drin mit so ein paar Bällen. Und gerade wenn ihr einen Welpen habt, dürft ihr sowas auf jeden Fall nicht eurem Hund geben, weil wenn die das aufbeißen und diese Perlen oder Kugeln oder was auch immer das ist, verschlucken, ist es natürlich gar nicht gut. Wir geben Suki das Spielzeug auch nur, wenn sie beaufsichtigt ist und sie knabbert hier schon die ganze Zeit an dem Hund rum. Und zwar ist das eine richtige Kaufempfehlung für euch. Das, glaube ich, soll ein Golden Retriever sein oder ein Labrador. Den hier gibt es bei Ikea. Ich glaube, der kostet auch nur 5, 6, 7 Euro oder so. Und Suki liebt den wirklich. Ich glaube, sie denkt echt, dass es ihr Freund ist oder so. Den hat sie auch noch nicht zerbissen. Sie hat nur hier im Schwanz ein bisschen was abgebissen, aber sonst hat sie ihn ganz gelassen, weil sehr viele andere Spielsachen hat sie schon kaputt gebissen. Sie schnappt ihn sich die ganze Zeit hier. Und ich glaube, Suki ist auch echt ein bisschen in den verliebt. Manchmal rammelt sie den auch. Also ich glaube, das ist wirklich so Sukis große Liebe. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, sie möchte, dass er lebt oder dass er sich bewegt, weil dann winselt sie irgendwie so komisch. Komm, ich schnapp ihn dir. Hier ist dein Freund. So, dann geht's weiter. Und zwar ist es Sukis allergrößte Liebe. Hier haben wir einmal ein zerbissenes Exemplar von dem Mr. Blue, aka Bali. Oh mein Gott, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie sie da sitzt und schaut, Alter, die ist gespannt bis in die Zehenspitzen. Und hier haben wir eine neue Version von Mr. Blue, den habe ich letztens bei Amazon bestellt, weil der halt schon ein bisschen sehr krass kaputt ist. Also Suki ist wirklich so ein kleiner Aggressive Chewer, also die braucht wirklich was, wo die richtig drauf rumbeißen kann. Deswegen habe ich ihr jetzt auch bei Amazon diesen Kaffeeholz-Stockstab, wie auch immer man das nennt, bestellt. Da kann sie nämlich drauf rumbeißen, das ist halt auch ein Naturprodukt. Da sind auch keine Weichmacher oder so drin, da kann sie drauf rumbeißen. Dann haben wir hier diesen Elch für Suki gekauft. Ich glaube, den haben wir ihr sogar in dem allerersten Video an dem Tag, wo wir sie abgeholt haben, gekauft. Der kann halt so quietschen. Den hat sie auch noch ganz gelassen. Man sagt ja auch immer, dass man Hunden nichts geben sollte, was quietscht, weil dadurch keine Beißhemmung entsteht, weil die halt immer das beißen und das quiekt und das ist ja halt kein Lebewesen. Irgendwie so eine Art. Wir haben noch ein Quietschding. Dieses Teil, das mag sie aber gar nicht. Damit spielt sie irgendwie nicht. Ich weiß nicht, Suki mag das irgendwie auch gar nicht, wenn die Sachen so krass quietschen. Das hier war mal gefüllt. Das haben wir, glaube ich, auch
zusammen in einem Video gekauft. Ja. Zuki liebt es, Stofftiere zu zerbeißen. Da ist jetzt nichts mehr drin, aber ich schmeiße das jetzt auch nicht weg. Sie soll damit ruhig noch spielen. Eine etwas neuere Errungenschaft für Zuki ist das hier. Und zwar ist es so ein Spielzeug, das kann man hier aufmachen. Und dann macht ihr hier so kleine Leckerlis rein. Und die Hunde müssen das dann quasi so über den Boden rollen und sich die Leckerlis dann rausholen. Die fallen dann hier raus. Ganz cool, damit die mal ein bisschen Beschäftigung haben. Dann haben wir hier noch so ein Intelligenzspielzeug. Das ist auch relativ neu. Wir hatten so eins schon mal in Blau aus Plastik. Das habe ich dann aber irgendwie weggegeben. Ich glaube, ich habe das an das Tierheim gespendet. Aber ich habe mir jetzt nochmal so eins besorgt. Und zwar ist das hier aus Holz. Das finde ich auch richtig cool, weil gerade wenn Hunde halt immer wo dran schlecken oder dran rumknabbern, dann können die halt Schadstoffe über das Plastik zu sich zunehmen und da sollte eigentlich kein Schadstoff drin sein. Das können wir auch gerne mal gleich mal mit ihr spielen. Und die letzte Sache, die wir von Zuki haben als Spielzeug, ist dieser Schnüffelteppich. Den habe ich auch bei Amazon bestellt. Es gibt aber, glaube ich, auch Tutorials, wie man sich sowas ganz einfach selber basteln kann. Da verstecken wir halt ab und zu Leckerlis für sie und dann kann sie die halt erschnüffeln und sich raussuchen. Das ist halt auch ein schöner Zeitvertreib für sie. Und jetzt als Belohnung, würde ich sagen, können wir einmal das hier noch mit ihr spielen. Machen wir mal die Leckerlis rein. Als Leckerlis verwenden wir übrigens die hier. Die sind von Granata Pet und das sind Zukis Lieblingsleckerlis. Die ist echt sehr, sehr wählerisch. Zuki, schau und weiter. Meine Lieben, das waren jetzt auch alle Sachen, die Zuki besitzt, abgesehen natürlich von ihrem Futter, von ihren Leckerlis und sowas. Ich hoffe auf jeden Fall, oder besser gesagt, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und dass wir euch vielleicht ein bisschen inspirieren konnten, falls ihr auch noch Sachen für euren Hund sucht oder für euren zukünftigen Hund. Wie gesagt, alle Sachen sind auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Könnt ihr dann sehr gerne vorbeischauen, falls ihr euch für eine bestimmte Sache interessiert. Und ich würde sagen, Zuki und ich, wir verabschieden uns jetzt wieder. Zuki, sag mal ciao. Ciao, ciao. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal.